Unter der Leitung von Dr. Gottby bietet die Gefäßchirurgische Klinik des Helios-Klinikums München West die Diagnostik und Therapie der Erkrankungen des gesamten Arterien- und Venensystems an. Im Grunde genommen haben wir vier wesentliche Schwerpunkte hier. Einmal ist die Versorgung im Bereich der Halsschlagader. Das ist ein Schwerpunkt, da sind wir, glaube ich, auch in München seit Jahren die Klinik, die es am meisten auch tatsächlich durchführt. Dann ist die Aneurysmachirurgie, also Erweiterungen insbesondere der Bauch- und Brustschlagader. Dann haben wir die Patienten mit der sogenannten Schaufensterkrankheit, was die Schaufensterkrankheit, die Arteriosklerose von den Beinen. Ja, und der weitere Schwerpunkt ist der venöse Schenkel, die venösen Erkrankungen und die Krampfadern natürlich, also eine Volkskrankheit ist. Im Grunde genommen haben wir da ein ganz klares Bild, was zu erreichen ist bei diesen Patienten. Und wenn man dieses Ziel natürlich mit minimalinvasiven Maßnahmen erreichen kann, gibt es überhaupt keine Diskussion heute, zumal es in den letzten 15, 20 Jahren gelungen ist, diese minimalinvasiven Maßnahmen in den gefäßchirurgischen Einheiten auf einem höchsten Level zu integrieren. Neben den minimalinvasiven Techniken, wobei Katheter oder Endoskope durch kleine Öffnungen in den Körper eingebracht werden, stehen die Vorteile des Hybrid-OP. Das ist ein Operationssaal mit umfangreicher radiologischer Ausstattung im Vordergrund. Der Vorteil von einem Hybrid-OP ist ja im Grunde genommen, der Name klingt ja auch nicht so ganz einfach für Patienten. Man hat schon Angst vor einem OP, wenn auch noch ein Hybrid-OP ist, erst recht. Es ist erleichtert aber sowohl für uns die Arbeit, als auch was die Belastung für die Patienten angeht. Wir haben damit eine exzellente, die beste Bildgebung, die man überhaupt heute haben kann, die man sonst nur in den Radiologien sozusagen hat, die haben wir transferiert in OP. Wir brauchen wesentlich weniger Strahlen, wir brauchen wesentlich weniger Kontrastmittel und die OP-Zeiten sind auch dementsprechend viel kürzer. In dem Sinne ein Riesenfortschritt.